Die Romeusquelle zwischen Villingen und Unterkürnach ist eigentlich idyllisch gelegen. Wäre da nicht der Müll? Im Bach, auf der Wiese, in den Grillstellen, überall ist er zu finden. Sogar ganze Säcke werden immer wieder in dem Waldstück bei der Quelle abgeladen. Der Unrat ist vor allem auch den Nutzern der Quelle ein Dorn im Auge. Ich finde das sehr unverschämt und ein großer Mist. Es gibt ja die Mülltonnen und ich habe kein Verständnis dafür. Also. Es ist einfach schrecklich. Ist, ja. Mir sehr schlecht. Ich bin eh so ein Naturmensch und das will man ja auch nicht. So das Gleiche mit den Weltmeeren, mit dem Plastikmüll. Sollte man überall darauf achten mit der Recycling und der Entsorgung, dass es gut ist. Ja. Verbotsschilder halten die Müllsünder offenkundig nicht ab. Nachdem die Quelle in der Vergangenheit temporär gesperrt wurde, erwägt das Forstamt nun, die Quelle auf Dauer zu sperren. Aber wieso landet Müll immer wieder in der Natur? Weil die Leute zu faul sind, den wegzubringen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So. Jeder normale Menschenverstand, der tut seinen Müll trennen oder vielleicht auch, wenn man nicht aufgeklärt ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also vielleicht zu wenig Mülltonnen stehen da. Also ich finde, wenn mehrere größere Tonnen da wären, dann wäre es auch nicht so aussehen, denke ich mal, oder? Ich meine, das machen sie aus Faulheit.